Willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich Ihnen eine spannende Neuerung im S-Broker Trading Desk vorstellen. Häufig wurde der Wunsch geäußert, dass man im Trading Desk auch noch mehr und besser auf Aktien achten kann, die vor neuen Hochs stehen. Zusätzlich zu dem, was man hier zum Beispiel mit dem Trader Wingman machen kann und auch mit den Kurslisten. Gesagt, getan, nun können Sie genau das auch tun. Ich mache den Trading Desk hier mal blank und schließe alle Fenster, um das besser verdeutlichen zu können. Die neue Funktion, die mit dabei ist, finden Sie oben unter Funktionen und dann die Momentum Breakout Matrix. Mit einem Klick darauf öffnet sich diese Momentum Breakout Matrix und hier haben Sie ganz viele Informationen. Zum einen haben Sie hier auf der quasi Y-Achse den Abstand zum Hoch. Ganz oben steht Hoch, das symbolisiert die Aktien, die am heutigen Tage ein neues Hoch gemacht haben. Dann der Abstand, der weitere, kleiner als 1%, der Abstand vom Hoch, kleiner als 2%, kleiner als 3% und so weiter. Sie sehen nun deutsche Aktien standardmäßig ausgewählt, die hier vorhanden sind. Ich zoome einmal da rein, damit das noch besser zu sehen ist. Hier haben wir beispielsweise die Deutsche Telekom. Wenn Sie mit der Maus über eine Aktie fahren, dann werden auch alle anderen Aktien in der Branche mit angezeigt. Und Sie sehen jetzt auch schon, es ändert sich auch in Realtime, wenn neue Aktien dazukommen, die ein neues Hoch machen beispielsweise, dann werden sie dort auch angezeigt. Jetzt habe ich die Deutsche Telekom hier ausgewählt, bin da auf diese Aktie und wir sehen die Freenet links daneben und die 1&1 Drillisch auch aus dem Telekom-Dienstleisterbereich sind in der Breakout-Matrix mit dabei. Es werden also Sektoren angezeigt. Hier bei den Aktien haben wir noch weitere Kennzahlen. Wir haben einmal die Performance der letzten 6 und 12 Monate und wir haben hier eine Zahl, die quasi in der Mitte steht, bei der Telekom eine 2. Das ist die sogenannte Trendstabilität und die Trendstabilität, die symbolisiert, wie stabil ist denn so ein Trend, wie wenig schwankungsreich ist denn so ein Trend, der dort angezeigt wird. Je höher, desto weniger schwankungsreich. Mit einem Klick auf die Deutsche Telekom öffnet sich dann der Chart und wir sehen hier, wie die Deutsche Telekom eben gerade unterwegs ist. Daneben eben auch noch der prozentuale Performance-Bereich in grün oder auch in rot zum Beispiel dargestellt, je nachdem, ob sie heute im Plus ist oder im Minus. Oben haben Sie noch weitere Möglichkeiten, diese Momentum Breakout Matrix einzustellen. Zum einen wollen Sie Sektoren anzeigen oder wollen Sie hier eher Trends anzeigen. Trends hieß dann zum Beispiel, bei der CW Stiftung handelt es sich um ein Familienunternehmen. Pro7Sat1 hat im Trend digitale Produkte. Villeroy und Boch im Thema Luxusgüter. Hugo Boss genauso als Beispiel. Also Trends oder Sektoren. Dann für diese Klassifikation neues Hoch oder Abstand vom Hoch können Sie das 52-Wochen-Hoch wählen. Das ist standardmäßig ausgewählt. Das 3-Jahres-Hoch oder auch das 5-Jahres-Hoch. Sie können auch filtern. Trendstabilität können Sie hier einstellen. Sie wollen zum Beispiel nur eine Trendstabilität, die größer 0 ist, größer 5 oder größer 10, sodass dann alle anderen Aktien gar nicht angezeigt werden, die eben ein solches Kriterium nicht auch darstellen. Also jetzt bei Trendstabilität größer 5 wird zum Beispiel die Deutsche Telekom nicht mehr angezeigt. Und Sie haben ja auch die Möglichkeit, andere Kurslisten zu wählen. Einmal hierüber über wichtigste Kurslisten. Da ist Deutschland, Europa 600, USA 500 und so weiter vorhanden. Oder aber als weitere Möglichkeit rechts oben in der Momentum Breakout Matrix haben Sie einen L-Button und wenn Sie auf diesen Button klicken, dann können Sie hier auch noch entweder Branchen und Sektoren, Ihre eigenen Kurslisten
Anlagetrends oder auch hier die Länder- und Indizes-Kurslisten anzeigen lassen. Viel Spaß beim Entdecken und bis zum nächsten Mal.